Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 8 von Simutrans mit dem Comic-Wack. Hier tuckert unser Zug lang, der 42 Passagiere drin hat von der letzten Folge noch. Wir gucken gleich, dass der angeblich 18 dann weiter hat. Vielleicht sind es ja noch ein paar mehr geworden. Das gucken wir uns aber alles nach dem Intro an. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, und dann tuckert er da so hin und dann gucken wir mal, dass er da ankommt, ne? Ja, da würde ich sagen, ist er jetzt da? Jetzt habe ich das natürlich verpasst, den direkt aufzurufen. Es fahren aber weitere. Ah, es sind wahrscheinlich noch Passagiere auch gewesen von Köln, die nach Gütersloh ja wollten. Und deswegen sind jetzt 52 drin. Vielleicht sind es auch mehr geworden, kann auch sein, weiß ich nicht. Jetzt war mal so kurzfristig. Ja, hier sind ja ein paar Kutschen gewesen. Vielleicht haben die das auch gebracht. Das kann sein. Gut, dann fährt er jetzt hier runter. Ich hatte hier das ja damals noch begradigt ein bisschen. Dann gucken wir mal gerade hier rein. 16 nach Bad Zwischenahn. Die müssen mit der Kutsche weiter. Köln zurückgeht. Lüneburg ist eine andere Richtung. Da geht das mit. Neubrandenburg zurück. Das sind 12 und 9 sind 21. Und Neubrandenburg sind dann nochmal 6 dazu und Lüneburg in die Richtung. Okay, da werden schon ein paar sein, die da auf jeden Fall was hinkriegen. Wir waren aber auch noch auf der anderen Seite von unserer Karte. Lass uns die Karte aufrufen. Wir waren ja noch hier am Gucken. Da müssten wir mal schauen, wie es da zurzeit aussieht. Wir hatten noch die Kutschen umgeändert. Die ist voll. Die muss dann auch voll sein, ist sie? So, jetzt nochmal schauen, wo sind die anderen beiden? Die sind hier. Waren das nur zwei oder waren es mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Die ist voll und die ist leer, okay. Ich glaube, wir haben da hier welche runtergenommen und da hinten welche drauf getan, weil da mehr unterwegs waren. Ne? Kann das sein? Hier müsste noch was rumfahren. Ja, da ist noch auf jeden Fall eine Kutsche. Die müsste aber auch voll sein, ist sie auch. Gut, wie sieht's hier aus? 27 Passagiere warten da natürlich. Wir haben... Bei 27 Passagiere haben wir drei Kutschen, die dann 18 durch die Gegend fahren und mehr nicht. Das heißt, eigentlich ist hier zu wenig unterwegs. Wie viel stehen denn jetzt schon hier für Wittlich? 12, das heißt, wir müssen da definitiv noch was tun. Lass uns da mal noch eine Kutsche oder auch zwei draufpacken. Das war jetzt Bünde Wittlich. Wittlich und kopieren und starten und starten, ne? Also nur gucken, wo sie hinfährt. Ist das schon die für freie Strecke? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch sind das die beiden? Doch, das sind die beiden jetzt. Bünde Rathaus. Bünde Rathaus ist das Fahrziel, passt. Das ist nämlich das nähergelegene. Dann ist das okay. Ach so, ich wollte noch nach der Marge gucken. Wie sieht die denn jetzt aus? Das ist immer noch negativ. Auf Monate, aber ja, nee, sie war immer knapp drunter. Hier auch, ne? 9, sonst was. Und da war sie bei 1, war das Plus? Das war Plus, okay. Aber wenn ich das jetzt hier größer ziehe, bringt mir was. Also knapp da drüber war Plus und dann war sie hier Minus. Ist jetzt natürlich da mit 72 ganz schlecht. Und das ist jetzt der 18. Juli. Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht, ne? Also so ein bisschen würde ich ja gerne die Leute von Ettlingen hier rüberbringen nach Aachen, ne? Weil das erscheint mir, oder? Ist das sogar noch... Da könnte man auch Lüneburg nehmen, ne? Von Ettlingen nach Lüneburg oder ja, Aachen wäre wahrscheinlich weiter. Müsste man schauen, dass man hier vielleicht noch einen Hafen baut. Aber wollen wir einen Hafen bauen? Der kostet uns ziemlich viel Geld. Vielleicht möchten wir aber auch noch eine Stadt anschließen. Zum Beispiel Friedrichshafen oder was war das hier oben? Friedrichsdorf. Ja, da ist nichts so zur Zeit, ne? Das ist ja ein bisschen schwierig dann. Wir könnten das natürlich anschließen mit Bad Mergentheim. Wenn wir jetzt eine Kutsche dahin fahren lassen, wird es teuer, oder? Ein Schienennetz würde uns bedeuten,
Wir müssten noch ein Depot hier dran bauen oder mit dem Netz verbinden. Also wird das auch nicht so toll sein. Aber wir haben hier natürlich nach Aachen jetzt auch die Möglichkeit zu schauen. Da stehen drei Personen, die Kutschen fahren alle gerade weg. Nach Köln 10, nach Köln 18, nach Köln, ne, 28 nach Köln sind es ja sogar dann schon. Tendiere eher dazu zu sagen, wir brauchen einen zweiten Zug. So, da waren jetzt 38 drin, okay. Und der holt jetzt hier ordentlich weg, wahrscheinlich voll, oder? Nee, doch nicht, nur 36. Die anderen wollen nach Zweibrücken, hier lang. Oh. Das würde bedeuten, hier stehen jetzt reichlich, aber die Kutschen kommen, oder? Nee, da kommen noch Kutschen, okay. Aber es sind definitiv dann auch noch zu wenig unterwegs, oder? Hier unten sind auch noch einige. Und da warten trotzdem noch neun. Eine wird gleich abgeholt. Ah, okay, das macht jetzt keinen Sinn, da noch was aufzuhübschen. In diese Richtung, aber in der anderen Richtung schon, ne? Was fährt denn so eine Kutsche hier gerade ein? Auch plus, ne? Lass uns mal alles auf der Linie angucken, oder? Alle im schwarzen Bereich, so wie das aussieht. Alle fahren hier plus ein. Ja, ich denke, dann holen wir da nochmal die ein oder andere Kutsche aus dem Depot, um da was zu machen, oder? Also hier geht's weiter nach da und da ist dann Sabbat. Und hier geht's weiter nach dort und wir sind schon bis nach Köln. Wenn, dann wäre es interessanter, hier noch anzuschließen, weil danach wieder ein Städtchen noch weiter ist, ne? Jena 23, Jena 15, ah, siehst du, da haben wir schon. Aber niemand will weiterfahren. Über Jena ist ja die 23, die wollen nach Königsbrunn. Und hier sind 16, die nach Köln wollen, 11, also auch reichlich. Ich glaube, wir machen eher die Eisenbahn bis nach Jena durch. Das wird vielleicht sinnig sein. Und ich würde jetzt den Bahnhof hier loslegen, glaube. Nach da das Gleis machen. Nach hinten raus, oder? Einmal queren. Würde ich hier hochfahren, da hochfahren und dann darüber fahren. Von hier kommt. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Hier rüber. Nach, nee, da erst hin. Nach da drüben hin. Und dann hier runter. So weit wie möglich geradeaus fahren, ist immer angesagt, ne? Und dann hier so einen schönen Bogen nach da. Aber da hören wir auf. Gut. Das würde bedeuten, wir haben jetzt das Werk verlängert. Ja, wir brauchen dann eine neue Linie. Ne, erstmal im Bahnhof noch. Der hier unten ist. Das passt dann. Und dann muss der Zug noch dahin fahren. Und dann werden wir definitiv einen zweiten Zug holen. Und wir müssen nur gucken, wo die Ausweichstationen dann nachher sind, ne? Linie. Regionalbus Köln-Neubrandenburg. Ist keiner mehr drauf. Linie können wir dann löschen. Dann haben wir Regionalzug Lüneburg-Gütersloh. Und Köln und dann wäre da noch Jena angesagt, ne? So, Fahrplan müssen wir dann ändern. Köln nach Neubrandenburg, nach Gütersloh, nach Lüneburg. Warte mal, das Bild bedeuten Neubrandenburg, Köln. Von da müssen wir einfügen machen. Und fügen dann Jena davor ein, oder? Jena nach Köln, Neubrandenburg. Da müssen wir unten, also nicht einfügen, sondern anhängen. Nochmal Köln machen da unten, ne? Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Und dann fährt er nach Jena. Ja, jetzt passt es dann wieder, ne? So, das ist schon mal geklärt. Gut ist das, aber ein zweiter Zug muss her. Und wir brauchen eine Ausweiche.
Okay, das bedeutet, wir kaufen eine Lok. Und dann hängen wir jeweils einen Passagierzug da auch dran, wie es sein soll. Setzen den auf diese Linie und starten den auch. So, und dann können wir das hier schließen. Ich würde dann tatsächlich dieses Teilstück als Ausweichstück auch umbauen. Wartet auf freie Strecke, okay. Das bedeutet, ich würde das definitiv hier so machen. Und dann Signal setzen. Ich hoffe, das ist jetzt so richtig, ne? Welches ist denn das Signal hier? Richtungsbeschränkung, Langblocksignal, Plattformwahlsignal, das wäre am Bahnhof. Ich glaube, das ist schon so richtig, ne? So. Jetzt kann der da fahren, wird hier aber definitiv warten. So, aber das müssen wir überall irgendwo ein bisschen favorisieren, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wie kriege ich das jetzt weg? Ach so, da oben ist ein X. Da würde ich sowas auch bauen wollen. Kommt dann ein Signal dahin und ein Signal dahin. Dann gibt es da auf jeden Fall schon mal Ausweichmöglichkeiten. Und er steht jetzt natürlich da, ne? Ist klar. Jetzt ist das komisch gesprungen hier. So, jetzt machen wir das hier. Mit dem Ausweichsignal auch. So, da geht's weiter. Und Signale kommen dann dahin und dahin. Passt, jetzt müsste er da unten ja fahren, macht er auch. Jetzt müssen wir hier noch einen Ausweich haben. Würde ich das natürlich hier machen wollen. Da passt es auch. Und wenn wir da fertig sind, gibt es die Möglichkeit, dann da auszuweichen. Und das machen wir hier irgendwo. Signal da auch noch hin. Und passt dann erstmal, oder? So, der fährt jetzt dahin und der andere fährt dahin. Der will hier lang, okay. Er ist auch nicht verkehrt. Die treffen sich dann ungefähr auf der Mitte. Besser wäre es gewesen, er fährt jetzt natürlich da lang, aber wo will er denn hin? Nach Köln, okay, das ist auch nicht verkehrt. Und fährt dann nach da hinten. Wie viele Passagiere stehen jetzt hier gerade für Jena? Auch da stehen noch 29, das ist ein gutes Ding. Gut, das bedeutet, die werden sich jetzt hier gleich treffen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, dass das einigermaßen zeitgleich passieren wird. Die werden gut aneinander vorbeikommen, so wie das aussieht. Wir können aber definitiv gerade mal einmal schneller machen. Ja, der eine muss jetzt ein bisschen warten, aber das passt schon. Das sieht gut aus. Da ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Was macht unsere Marge noch? Sie ist jetzt jedenfalls auf 14, also die war schon eingeschaltet, nur nicht auf Monat. Und die letzte Marge war leider. Nee, das ist noch nicht die. Wir haben noch Juli. Okay. Ist aber jetzt gerade bei 45 wieder. Keine Ahnung warum. Wir hatten so schön investiert jetzt gerade. Was ist das für ein Tierchen hier? Kann ich nicht anklicken? Doch, ein Reh ist es, okay.
Dieses Reh ist depressiv. Lertin hat das gemalt. Krass. So, hier kommt er an. Ist voll sogar gewesen, die Dampflok. Ja, 50.000, ne? Jetzt muss unsere Marge doch schon gut sein, oder? Ja, 10% ist noch nicht gut. Hier stehen aber noch 65 und die wollen nach. Ah, okay, die wollen alle nicht in die Richtung, wo der Zug jetzt gefahren ist. Das passt erstmal. Jetzt müssen wir nur gerade mal gucken. Hier in Dingens kommt der an. Hier stehen, ah, okay, sehe ich jetzt gleich. Okay, da sind nur 6 Passagiere, die natürlich jetzt nach Jena. Nee, warte mal, das ist Quatsch, was ich erzähle. Die sitzen ja hier drinne. Ah, nee, der fährt jetzt auch noch falsch rum. Ja, der fährt jetzt hinter dem anderen hinterher. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Kann er nicht hier jetzt nochmal nach Jena gerade fahren? Und weiterfahren. Die Sechse können ja mitfahren, ist ja kein Ding. Aber das würde jetzt keinen Sinn machen, dass er schon zurückfährt, weil der andere Zug da gerade erst war. Mach nochmal auf, will ich beide hier haben. Ja, ich lasse jetzt mal doch schneller laufen. Wir stehen denn hier unten an diesem Bahnhof jetzt. Nach Gütersloh 9, nach Brandenburg auch mal 9, sind 18. Nochmal nach Köln sind 6. 23, also hier über. Sind dann 29, das sind über 30 auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Die sind allerdings auch. Nee, die ist gar nicht voll. Das bedeutet, können wir ausmustern. Die ist aber voll, okay. Also hier fährt jetzt keiner mehr. Nur noch die zwei. Und machen wir auch ausmustern, wenn diese da weg ist. Und was macht der, die Kölner Kutsche? Hatten wir da noch eine drauf? Ne, die haben wir auch runtergenommen, oder? Jetzt ist das wieder so, dass ich nicht rechtsklicke und schiebe. Springt der manchmal zur ersten Stelle wieder zurück, ne? Ne, da haben wir auch alle runtergenommen. Das bedeutet, wir werden auch da alle Kutschen runternehmen. Die wird auch ausgemustert, wenn leer. Brauchen wir jetzt nicht. Läuft erstmal. Wir haben den 26. Der Zug kommt hier an und war schon hier. Und hat jetzt auch reichlich geladen, ne, oder? Das ist jetzt hier unser Zug, der in Jena war, ne? Und der fährt jetzt nach Köln, genau. 40 Passagiere sind da drinne. In Köln werden wohl 6 aussteigen und mehr nicht. Das passt dann schon mal. So, nochmal Marge gucken. Noch 8,68 minus. Aber tendenziell sieht das schon mal nicht so schlecht aus. Lass mal gerade den Zug schneller fahren. Der ist passend da durchgefahren. Wir haben den 26. immer noch. Die Zeit rückt nicht so schnell vor. Jetzt habe ich eben den Dingen zugemacht hier, ne? Und guck mal, jetzt stehen hier noch reichlich nach Jena, ne? Naja. Aber der Zug ist schon gut besetzt hier. Nochmal Marge gucken. 5. Also, wir müssen hier rein, um das besser sehen zu können, ne? Ja, das macht ja schon mal einen keinen schlechten Eindruck, wenn wir hier schon bei 5 oder 15 jetzt sind, ne? So ein bisschen ist es noch. Wo ist er jetzt hier unterwegs? Mit 27? Kurz vor Gütersloh, ne? Ja. Gut. Hat da jetzt nochmal 39 für Dingens geholt, sag schon. Für Neubrandenburg. So, hier ist jetzt ein bisschen schade, weil die da relativ zeitgleich gerade ankommen. So, jetzt wartet der natürlich eine ganze Weile, bis der da durch ist. Aber ist halt so.
Jetzt geht's da weiter. Er hat jetzt hier 35 Passagiere, da sind es 39. Wir haben den 29. Juli. Gut, da wurde angehalten. Wir sind hier bei knapp einer schwarzen Zahl. Macht sich gerade ziemlich gut, oder? Mal schauen, ob wir doch vielleicht noch zum Monatsende das hinkriegen. Was ist das? 10 Uhr haben wir jetzt. Wir sind jetzt hier mit einer schwarzen Zahl in der Marge unterwegs. Ja, das ist hier ist voll und der ist halb voll. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 3,3. Ich glaube, die kommen jetzt irgendwo gleich noch an, oder? Hier oben auf jeden Fall. Da sind wir bei 5,2 die Marge. Wir haben nicht mehr ganz viel. Noch 2 Stündchen. Hier ist auch angekommen. Wir haben die Marge von 12. Und das in Schwarz, das ist richtig gut. Das heißt, unser zweiter Zug hat es jetzt hier rausgerissen, ne? So, 0 Uhr war. Oh, sag jetzt nicht. Nee, das ist 9,1. Diese Zahl passt jetzt hier noch nicht, oder? Nee, er zählt hier. Nee, er zählt nicht. Er hat noch nicht den neuen Monat angefangen, oder? Ach so, wir haben den 31. Ich bin vom Juni ausgegangen und wir haben ja noch einen ganzen Tag mehr. Okay, dann machen wir mal gerade noch mal schnell vorspulen. Das will ich jetzt hier noch drin haben. Jetzt haben wir es hier mit 14% zu tun. Und gleich ist der Erste. Ankommen tut keiner mehr, oder vielleicht er hier noch. Ne, der ist auch schon durch. Aber die Marge ist gerade auf 0%, weil sie letzten Monat dann auf 14,11 war. Jetzt ist sie bei 2000 minus, aber das ist natürlich normal am Anfang des Monats, weil irgendwo muss er erstmal ausgeladen werden, etc. und so fort. Sieht erstmal gut aus, oder? Wo ist er? Er ist in Jena jetzt. Und er kommt jetzt, ist gerade an Gütersloh vorbei, wird dann in Neubrandenburg als nächstes anlanden. Okay. Das heißt, die treffen sich diesmal nicht hier, glaube ich. Das ist schon nur noch 1000. Wo ist der zweite jetzt? Okay, der fährt jetzt kurz in Köln rein. Er fährt aus Neubrandenburg raus. Und es sieht so aus, als ob diese Weiche gleich wieder unser Favorit wird. Da kommt der eine und ja, kommt nicht ganz hin, aber die Zeit ist jetzt nicht ganz so schlimm, dass sie sich hier treffen. Das macht erstmal einen guten Eindruck, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen erst hier auch wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.